Ja, herzlich willkommen zur nächsten Challenge. Die letzte war ja schon sehr erfolgreich, die sogenannte Safety Challenge. Bachelor versus Master. Und diesmal machen wir das gleiche, und zwar mit den Trickshots. Dafür haben wir uns 20 Trickshots ausgesucht mit verschiedenen Schwierigkeitsleveln. Angefangen mit einer Punktewertung ab 6 bis maximal Level 10. Es verhält sich so, wie beim letzten Mal, es gibt 3 Versuche für jeden. Beim ersten Versuch gibt es die volle Punktzahl, beim zweiten Versuch 1 Punkt Abzug, beim dritten Versuch 1 weiteren Punkt Abzug, wenn man es nach dem dritten Mal nicht geschafft hat, 0 Punkte. Und es startet bei 6 Punkten bis maximal 10 Punkte pro Trickshot. Wir haben jetzt erstmal ein paar einfachere ausgesucht, wir wollen ja noch ein paar mehr Videos machen. Genau. Jo, viel Spaß dabei. Genau. So, der erste Trickshot. Wir haben hier 3 schwarze, eine gelbe. Und aus dieser Position muss ich jetzt versuchen, die gelbe hier in das Mittelloch zu versenken. Erster Versuch. 7 Punkte Stoß. 7 Punkte sind das? Mhm. Ja. Gucken wir mal. Nicht knapp, knapp. Das war nichts. Mal gucken, ob es gerade ist. Ja. Zweiter Versuch. Gibt es noch höchstens 6 Punkte. Ja. Ach, wieder nicht. Ich habe ein Déjà-vu. Der Master wird doch wohl nicht gleich beim ersten Stoß versagen. Gleich beim ersten Stoß, ja. Sieht perfekt aus. Ja, ja, das, ich kann das halt. So, jetzt aber. Super. 5 Punkte. Ja. Das ist schon ein Unterschied. 5 Punkte oder gar kein Punkt. Ja, lass mich nochmal gegenrechnen. Könnte hinkommen. ich bräuchte die gelbe. Ach ja, die gelbe Rüssel. Nee, ja. Weiß ich nicht, ob das gerade ist. Ich kann das von da nicht beurteilen. Machen wir nochmal. Ja, perfekt aufgebaut. Na? In die Mitte? Ja. Erster Versuch. Erster Versuch. Puh, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja. Dritter und letzter Versuch. Schade. Ach, starte ich gleich mit 0 Punkten. Ja, leider. Das ist es. Tja, kommen wir zum zweiten Stoß. Genau. Das hole ich wieder auf. Kommen wir zum zweiten Trickshot, nachdem ich beim ersten ja so kläglich versagt habe. Versuchen wir es jetzt mal besser. Gibt auch wieder 7 Punkte maximal. Ich spiele mit der roten die gelbe Kugel an. Die rote geht dabei direkt gleich auch ins Eckloch. Die gelbe Kugel läuft die lange Bande runter, geht in das Eckloch. Und die blaue läuft die kurze Bande runter und geht in dieses Eckloch. Ja, und die weiße bleibt da, wo sie jetzt auch ist. Wenn sie Bock hat. Ja, ansonsten wäre das noch nicht weiter schon. Genau. Ja, wunderbar. Erster Versuch. Erster Versuch. Für 7 Punkte.
da fehlte wirklich nicht viel. Oh, ist doch gefallen. Nee. So. Ja, die müssen genau press aneinander liegen. Damit auch die blaue weit genug rollt. Richtig. Die andere Variante, das ist hier 10 Punkte. Wollte ich nur mal kurz zeigen, weil ich habe ja keine Punkte nötig. So, perfekter Aufbau. Dritter und letzter Versuch. Das sieht gut aus. Perfekt. Geht doch. Ja. 5 Punkte immerhin. So. Ich hätte ja gar nicht stoppen müssen, du bist ja auch noch dran. Ich habe ja vergessen. Es ist ja völlig ungewohnt, dass ich zuerst darf. Ja. Hast du die Kugel schon richtig hingelegt? Ja, habe ich. Lass ich gerade so durchgehen. So. Dein erster Versuch. So. Dampf. Das ist perfekt. Zu viel Dampf. Dritter und letzter Versuch. Ja. Leider nicht. Leider nicht. Das ist ja dann sozusagen ein Ausgleich. Ja, ein Ausgleich. Es bleibt spannend.